Leikos! So, heute zusammen! Heute zusammen! Wir sind Leica. Wir sind die Band, die ihr schon lange nicht mehr von ihnen gehört habt. Ihr denkt, was machen sie jetzt hier? Hä? Was machen sie? Wir machen Folgendes. Wir haben heute ein neues Lied rausgebracht. Scheiße! Jetzt ist noch ein Hund. Das ist übrigens der Bono. Hallo. Wir haben heute ein Lied rausgebracht, das heisst Kopfkino. Und wir möchten euch gerne noch ein bisschen Hintergrundinformationen zu diesem Lied bringen. Wir werden zu diesem Lied keinen Videoclip rausbringen, weil das Lied heisst Kopfkino. Und ihr dürft gerne euch ein eigenes Kopfkino dazu machen. Video machen. Genau, aber wir werden einfach noch ein bisschen erklären, um was es uns gegangen ist, wie ist es entstanden. Wenn es euch interessiert, schaut es. Sonst hört einfach das Lied zusammen, das ist auch gut. Nein, sonst geht weiter auf Minute 12. Dort gibt es nämlich ein Gewinnspiel. Für die, die das Ganze geschaut haben, gibt es eine Frage. Und wer die kann beantworten kann, bekommt ein Goodie. Also wir fangen an damit, würde ich sagen, wie ist das Lied entstanden? Weiss das noch jemand von euch? Ich weiss es noch. Wir haben Ende 2019 haben wir ganz viele Songs gemacht, weil wir gewusst haben, jetzt müssen wir irgendetwas haben zum Aufnehmen, weil jetzt sind wir bald, können wir nicht mehr so viel zusammenarbeiten. Wir haben auch gewusst, dass Corona kommt. Nein. Wir haben auch so ein bisschen persönliche Sachen gehabt, nicht gewusst, es wird schwierig. Darum müssen wir vorher noch Songs aufnehmen, dass wir dann können den promoten und so, Werbung machen und so. Und dann haben wir von diesen 6-7 Songs, die wir hier mal aufgenommen haben, so also wir sind hier innen im Bandraum. Ja, genau, ja, richtig. Entschuldigung. Wir sind hier innen im Bandraum und hier haben wir 6-7 Songs aufgenommen. Und dann haben wir von denen gehört und dann haben wir uns für 2 entschieden. Respektive, wir haben uns die Songs heimgenommen, also heimgeschickt. Und jeder hat die Songs gehört und haben uns das nächste Mal getroffen und dann gesagt, wir nehmen 2 Songs auf, das haben wir fix so abgemacht. Und dann haben wir abgestimmt, für welche Songs als wir gehen. Und für mich war eigentlich klar, für welche als wir gehen. Einen davon haben wir aufgenommen, den anderen nicht. Hast du jetzt gehorpset? Nein! Das ist der Bonus. Nein, auf jeden Fall war es so, für mich war es klar, welche 2 Songs als wir aufnehmen. Der einen haben wir auch aufgenommen, das ist aber der, der jetzt noch nicht rauskommt. Und der andere hat eigentlich niemand wirklich auf der Rechnung gehabt. Und der ist der Luca. Mit der Akustik-Gitarre, wir haben so eine Gitarre-Lick, Akustik-Gitarre-Lick. Und genau. Das ist die Anfang etwas einfach auf 2 Chords, 2 Open Chords. Und dann wir haben alle gleich Inputs in Ideen und okay, cool, ja, so kann es gehen, und der Refrain so und so. Es ist eigentlich überhaupt nicht typisch Leica, ja. Aber irgendwie, es ist auch so, irgendwie, also mir ist es so gegangen, ja, als ich das erste Mal gehört habe, ich dachte. Als ich das zweite Mal gehört habe, Und irgendwie habe ich mich immer mehr mit dem Song anfreunden und so ist es jetzt auch mit der Studioaufnahme gegangen. Also ich glaube, wie mehr dass ich sie höre, desto mehr hat sie mich irgendwie, weiss ich auch nicht. Zieht die den Song auch mit rein, ja? Ja. Zieht die wirklich mit rein, ja. Vom Anfang ist es wirklich wie etwas, was ich höre und ja, hat so viele Details, aber sie sind nicht ein paar Details, sondern ja, und jeder kann wirklich interpretieren und mitdenken mit, ja. Ja, und dann haben wir uns eben entschieden und dann sind wir die Songs aufgenommen. Das ist noch interessant gefunden, eben, dass wir so einen Prozess hatten. Normalerweise waren die Songs ziemlich fest, wenn wir sie aufnehmen. Und das Mal haben wir teilweise bei Songs nicht mal einen Text gehabt. Wir haben noch nicht genau gewusst, wie wir jetzt die Stimmung, die wir hier aufgenommen haben, dann auch wirklich mit der Gitarre aufnehmen. Und so. Und dann haben wir uns auch entschieden, dass wir das so wie Part für Part aufnehmen. Nicht, dass wir alle zusammenspielen, sondern dass man wirklich Schlagzeug separat, Bass separat und so, dass man bei allem ein bisschen experimentieren kann. Und vor allem bei der Gitarre ist es nachher, hat man es nachher gemerkt, was das ausmacht. Das ist ausgegartet. Es ist genau. Ausgegartet. Ja. Mit Verstärker und Gibsons und Fender. Da sagt ihr vielleicht am besten Webster etwas dazu, weil... Uiuiui, das ist schon krass, dass der so unterschiedlich ist. Ich habe das Gefühl, du kannst eigentlich schreien. Das ist gut, das ist so eine Gitarre. Ja, wir haben extrem viel experimentiert, was ja auch eben das Ziel von dem Ganzen schlussendlich war. Wir haben gesagt, wir gehen ins Studio nicht mit einem fix fertigen Song,
und schauen mal, was passiert in diesem Studio und was nehmen wir dazu und was lassen wir weg und was bauen wir um das Gerüst schlussendlich auch drumherum, wie wollen wir es haben. Und wir sind auch davon ausgegangen, dass wir auch uns Zeit nehmen, für das Lied aufzunehmen. Und wie gesagt, einfach im Studio mal anfangen zu experimentieren. Was dann auch passiert ist, eben vor allem bei den Gitarren-Sachen. Also wir haben die ersten Sachen ausprobiert mit verschiedenen Gitarren, mit Verstärker, mit Stereo Amps, genau. Reverb und zwei verschiedene Amps. Damit hast du einen anderen Sound oder links und rechts. Und mit Reverbs haben wir so recht umgebastelt, ja. Und also mit Hall, hä? Mit Hall. Hall, genau. Sorry, Englisch. Genau. Ja, und da sind eigentlich auch ganz spezielle Sachen schlussendlich entstanden. Eben gerade bei der Gitarrenauswahl. Wir haben beide immer so ein bisschen, wir wissen eigentlich, was wir wollen. Und ja, wir wissen, wenn, dass wir welche Gitarre vornehmen. Und welche Verstärker. Und welche Verstärker. Und das ist jetzt mal ein bisschen anders gelaufen. Wir haben gerade bei gewissen Parts, also bei Minute 2,36, unbedingt hören. 2,36. Das hat er sich rausgeschrieben. Da habe ich mir steht auf der Notizzettel. Dort haben wir also genau gewusst, was dort für eine Gitarre eigentlich drauf muss. Wir waren uns da sehr einig, haben die Gitarre, die das Gefühl hatten, dass die drauf kommt, ist ein Telecaster. Fender. Die Sponsor. Ja, gerne. Da haben wir die vorgenommen, haben die erste probiert und es ist einfach nicht das erwünschte schlussendlich rausgekommen. Ja. Und wir haben mehrere Gitarren probiert, mehrere Verstärker und es ist einfach nicht der Klang entstanden, den wir haben wollen. Schlussendlich haben wir wirklich eine ausgelehnte Gibson noch vorgenommen. Und haben dort wirklich den Klang erzeugen, den wir haben wollen. Also wir haben eingesteckt und gewusst, das ist jetzt ja, der Klang. Ja. Also wenn ihr ihn hören wollt, wirklich ab 2,36 kommt die Gitarre rein und hey, dann kannst du die reinlegen. Das ist wirklich reinlegen, ja. Sie ist sehr schwebend, sehr schön im Hintergrund, genau. dreht richtig schön, ja. Das ist jetzt so etwas, was ihr nie würdet hören, wenn ihr das nicht von uns jetzt vernommen hättet. Also ja, mit 2,36 die Gitarre, ja, reinkommt. Und so läuft der Prozess allgemein bei Aufnehmen, auch der Mago hat immer etwa 6-7 verschiedene Trommeln ausprobiert. Bis er die richtige gehabt. Ja. Also ich habe Pedal habe ich gebraucht. Eigentlich sogar gegangen. Nein, das muss ach, man vielleicht du hast ein neues Snare, oder? Ja, das hört man ganz gut, das neue Snare. Snappy Snare. Wenn du herausfindest, was für ein Snare, kommt ein Gudeli rüber. Dann kommt dort das Weckli rüber. Jetzt kommt das Rasselweckli. Das Hundegutzli. Genau. Und das Hundegutzli. Oder eine Katze. Aber es ist ja schon krass, wie anders für euch das aufnehmen ist. Cut! A cut! Was für Gitarre. Sorry. Oh, so gut. Sind alle wieder da. So gut, der Moment has passed, man. Also das ist ja auch ein Grund, warum wir das eigentlich machen, den Lightcast. Genau. Dass man wieder mal einen Song anders hört und nicht einfach so im Hintergrund durchlaufen lässt. Es ist ein Song, den man wirklich hören kann und wieder mal auf die Instrumente hören und was passiert da, wie ist die Stimme. Dass man das alles wieder mal ein bisschen bewusster auch hört und nicht einfach die ganze Musik so im Hintergrund durchlaufen lässt. Ja. Sondern wirklich mal wieder 3 Minuten herhockt oder 4 Minuten und das auf sich einwirken. Du hörst wirklich die Band und unsere Idee und unsere Experimentation mit dem Song. Und ich finde, es ist etwas, was wir selber oft machen oder als Listener. Das kannst du einen Song ein mehr analysieren und ja, mitdenken. Ja, es ist ein riesen Aufwand und schlussendlich ja, jeder Künstlerbetrieb zu einem Song schreiben ja, und machen. Also wir verbringen extrem, also nicht nur wir, allgemein, wenn wir Musik macht, Musik schreibt, verbringt man sehr viel Zeit damit, oder? Und setzt sich auch mit dem Ganzen auseinander. Und es ist einfach schade, dass die Musik immer noch so ein bisschen im Hintergrund gelost wird, schlussendlich, oder? Ja. Also, dass man wieder mal ein bisschen bewusster auch Musik hört. Genau. Ja. Gern dich mal die 2 Minuten, weißt du, wie viel geht es? Nein, 3 Minuten 30. Nein, ich habe 2,36 vom Kito. Ja, also vorher könnt ihr spüren. Ich könnte auch 2,36 reinhören. Wir wären jetzt bei 12 Minuten und du hast einen Wettbewerb versprochen. Das macht man so bei YouTube-Videos, weißt du? Dann lockt man die Leute, dann schauen sie, aber am Schluss gibt es keine. Also machen wir bei 15 Minuten, es gibt etwas.
bei 15 Minuten gibt es wirklich, also sagen wir, bei 17 Minuten gibt es wirklich etwas. Okay, gut. Also wer bis 17 Minuten, der kann hier etwas abholen. Der kann hier etwas abholen. Hier, genau. Whisky hat es noch. Aber ich habe etwas anderes ins Auge gefasst. Es steht hinter der Kamera. Ui. Wir werden euch das bis 17 Minuten präsentieren. Nee, das geht's nicht. Ich werde das vorne tragen. 17 Minuten. Eben ja, das geht sicher nicht. Also, wir müssen den Wettbewerb noch ein bisschen verschieben. Das Wäschbrett gibt es nicht. Nee. Ja, dafür, ja, so das Kerzchen da ist noch. Glaub's. Es gibt gar nichts. Es gibt Wissen. Es gibt Erfahrung. Es gibt Auseinandersetzung mit etwas Neuem. Das gibt's. Das ist eigentlich ein Gewinn, den ihr könnt haben. Dass ihr euch auseinandersetzen könnt. Ich finde es nämlich auch immer interessant, wenn man über Bands mal auch ein bisschen den Prozess sieht. Ich habe es auch immer interessant gefunden, wenn man bei YouTube zum Beispiel sieht, wie Bands im Studio aufnehmen, wie sie das machen. Und ich weiß nicht, ob das nur mich interessiert oder auch Leute von euch interessiert, weil dann könnte man ja auch mal einfach so ein kleines Video machen, wie man zeigt, wie man da im Bandraum so etwas macht, oder? Ja. Was da überhaupt dahinter steckt, dass man mal alle zusammen kann, Musik machen kann. Genau, und wenn ihr das wollt, oder wenn ihr sonst etwas findet, haben wir nicht beantwortet, oder jetzt in diesem Video, oder sonst noch irgendwie Fragen, oder wenn ihr mal vorbeikommen zu einer Probe, oder egal was, dann schreibt sie es. Können Sie Kommentare schreiben? Können Sie es per Mail schreiben? Oder irgendwie. Was kann man noch? Wie kann man noch? Rauchzeichen. Flaschenpost oder. WhatsApp, seine Nummer. Kriege ich seine Nummer? Du weißt nur, sie wäre 800.000, du bist grusig. So hat die Nummer vom Krieg. Ja, das ist eigentlich. Das ist Wahnsinn! Ja, ich glaube, es ist alles gesagt, was gesagt sein muss. Richtig? Hey, dir würde uns. Dir würde uns einen grossen Gefallen tun, wenn ihr das Video. Like, share and subscribe, sagt wenn ihr so wenn ihr den Lied. Like, share and subscribe, ring the bell. Er würde natürlich grosse Gefallen tun, wenn ihr den Lied würde hören würdet. Das geht ans YouTube. Spotify. Spotify. Google Play. Spotify. Toffify. Hulu. Tidal. Auf allen gängigen Plattformen. Irgendetwas Monkey noch. Komisch. iBear. Nein, Bear. Bear irgendetwas gibt's auch noch. Hey, und folgt uns auf Twitch. Auf Twitch? Genau. Auf Twitch könnt ihr beim Krieg beim Game zuschauen. World of Warcraft spielt er. Er hat gerade einen Raid morgen. Vielleicht geht er mal. Sein Name. Ich bin ein Pazifist. Sein Name beim World of Warcraft ist Master Loader Exploder. Oh yeah. Genau so ist das. Das war ein ja. Eben, ihr werdet wieder in absehbarer Zeit hoffentlich gleich wieder etwas von uns hören. Das soll nicht mehr so lange gehen, wie es das mal gegangen ist. Was hast du noch sagen? Hey, lass es Lied. Hey, lass es Lied. Lass es Lied nicht einmal, lass es nicht zweimal, lass es zweieinhalb Mal. Ab 2,36. Also, bis bald. Tschüssi. Ciao. Tonus. Licht aus, Tonus, Kopfkino, Tonus, Licht aus, Tonus, Kopfkino, Tonus, Licht aus, Schlüssel drehen, Stegenhaus, raus in die Nacht, Schritt für Schritt.